Der ÖVM erklärt. Makler oder Agent? Was ist der Unterschied zwischen einem Versicherungsmakler und einem Versicherungsagenten? Und auf wen sollten Sie vertrauen, wenn es um Ihre Versicherungsangelegenheiten geht? Im Gegensatz zum angestellten Außendienstmitarbeiter einer Versicherung sind sowohl Makler als auch Agenten als selbstständige Versicherungsvermittler tätig. Sehen wir uns die Unterschiede im Detail an. Zugehörigkeit. Versicherungsmakler sind nicht an einer oder einzelne Versicherungsanbieter gebunden. Der Makler fungiert als verlängerter Arm des Kunden und steht somit auch auf der Seite des Versicherungsnehmers. Er hat als Bundesgenosse des Versicherten dessen Interessen zu wahren. Der Agent ist für eine Versicherung als Einfachagent oder für mehrere Versicherungen als Mehrfachagent tätig. Er als Erfüllungsgehilfe im Sinne des § 1313a ABGB verlängerter Arm der Versicherungen und somit auf der Seite der Assekuranz. Gesetze. Der Makler ist an ein strenges Maklergesetz gebunden. Der Agent unterliegt dem Versicherungsvertragsgesetz und dem Handelsvertretergesetz. Vergütung. Makler erhalten Provisionen seitens des Versicherers oder auf Basis einer ausdrücklichen Vereinbarung auch Honorare. Agenten erhalten in der Regel Provisionen seitens des Versicherers. Produktgestaltung. Makler bilden den gesamten Markt ab und verfügen daher über eine große Auswahl an Produkten. Sie bieten individuelle, zum Teil maßgeschneiderte Deckungskonzepte und Speziallösungen an. Makler können, insbesondere im Gewerbe- und Industriegeschäft, eigene Vertragswerke gestalten. Agenten haben eine eingeschränkte Auswahl an zumeist standardisierten Produkten von der Stange, die gelegentlich durch spezielle Deckungserweiterungen verbessert sein können. Haftung, Vermögensschäden. Der Makler benötigt eine gesetzlich normierte Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Die Haftung des Agenten erfolgt in erster Linie durch die Versicherungsgesellschaften. Achtung! Ein Unternehmer kann nicht gleichzeitig Agent und Makler sein. Kunden müssen am Beginn des Beratungsgesprächs auf die Ausübungsform ausdrücklich hingewiesen werden. Der Agent muss zudem seine Agenturverhältnisse offenlegen. Sollte Unklarheit darüber bestehen, ob es sich um einen Makler oder einen Agenten handelt, kann der Kunde anhand der GISA-Zahl des Versicherungsvermittlers über das kostenlos zugängliche Gewerbeinformationssystem Austria den Status überprüfen. www.gisa.gv.at. Ein Tipp: Nur der Makler kann einen unabhängigen Marktvergleich liefern. Noch ein Tipp: Makler müssen basierend auf dem Best-Advice-Ansatz die Interessen des Versicherungsnehmers umfassend und professionell wahren. Von der Analyse und Risikobewertung über die Erarbeitung des Deckungskonzeptes, der Ausschreibung und den Angebotsvergleich bis zur Polizenkontrolle, dem laufenden Polizencheck und der Unterstützung im Schadensfall. So will es der Gesetzgeber laut § 28 des Maklergesetzes. Ihr ÖVM-Versicherungsmakler hilft Ihnen auf Basis eines unabhängigen Marktvergleichs dabei, die beste Versicherung mit dem besten Produkt für Ihre individuelle Situation zu finden und exakt auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Kompetent, ehrlich, professionell, objektiv und ausschließlich auf Ihrer Seite. Ihr ÖVM-Versicherungsmakler. Alternativlos, wenn es um Ihre Versicherungen geht.